Ohne sie geht hier nichts. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sowie Kampfrichterinnen und Kampfrichter sind das Herzstück eines jeden Sports. Sie sind diejenigen, die im Hintergrund arbeiten und die großen Wettkämpfe überhaupt erst stattfinden lassen. Ja, ohne die Ehrenamtler wäre Sport in vielen Bereichen in Deutschland überhaupt nicht möglich. Junge oder auch Ältere, die für die Sportart brennen. Helfer sind natürlich immer wichtig, damit solche Veranstaltungen überhaupt zustande kommen. Die dann auch wirklich gerne zur Verfügung stehen, wenn es dann darum geht, wir brauchen Hilfe. Aufgrund der aktuellen Situation konnte das Midsommerfest des SCC Berlin nur 4 Wochen im Voraus geplant werden. Doch das hinderte die knapp 60 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nicht daran, ihr Bestes zu geben und an allen Ecken anzupacken. Hierbei handelt es sich um noch aktive oder ehemalige Athletinnen und Athleten, die für ihren Sport brennen. Und das zeigen sie auch an der Seitenlinie. Manchmal bekommt man Unterstützung als Sportler, manchmal sollte man oder öfter sollte man auch andere Sportler unterstützen. Für mich ist das eher so auch was Persönliches, weil ich einfach den Sport total gerne mag. Eine sehr gute Gelegenheit, als aktiver Athlet auch dem Sport was zurückzugeben. Es wurde gemessen, geräumt, für Verpflegung gesorgt und die Sportlerinnen und Sportler, wo es nur ging, unterstützt. Auch die Kampfrichterinnen und Kampfrichter spielen bei solchen Veranstaltungen natürlich eine wichtige Rolle. Beim Midsommerfest waren 7 Kampfrichterinnen und Kampfrichter dabei, die mit ihrer großartigen Arbeit allen einen gelungenen Wettkampf ermöglicht haben. Deswegen bin ich umso dankbarer, dass es immer so viele tolle, engagierte Leute gibt. Dem kann man sich nur anschließen und sich bei allen Helferinnen und Helfern sowie Kampfrichterinnen und Kampfrichtern bedanken. Denn sie machen den Sport aus, den wir alle so sehr lieben. Ohne sie geht hier wirklich nichts.